Das japanische Rollenspiel Ni no Kuni 2 beginnt mit einem Knall. Wortwörtlich. Wir werden nämlich direkt am Anfang Zeuge, wie eine große westliche Stadt von einer Atombombe getroffen und komplett ausgelöscht wird. Im Radius der Explosion wäre eigentlich auch Roland, der Präsident des attackierten Landes, drin gewesen. Doch Roland stirbt nicht. Auf magische Weise versetzt es ihn, 20 Jahre verjüngt und jetzt mit schwarzen Haaren, in eine märchenhafte Parallelwelt, die wir bereits aus dem ersten Ni no Kuni für die PlayStation 3 kennen. Dort gerät er mitten in einen Putsch, in dem der noch sehr junge Katzenkönig Evan sein Reich Katzbuckel an den fiesen Rattenkönig verliert. Als Evan nach seiner Niederlage beschließt, durch die Welt zu reisen und aus dem Exil heraus ein neues Königreich aufzubauen, will Roland ihm helfen. Er möchte aus den Fehlern der realen Welt lernen und sieht Evans Königreich als zweite Chance, die Sache mit der Landesführung dieses Mal richtig zu machen. Zugegeben, gleich den quasi US-Präsidenten als einen der Protagonisten einzubauen, ja, das ist schon ein wenig gewagt. Aber im Kontext der Märchenerzählung funktioniert das trotzdem sehr gut. Ni no Kuni 2 erzählt in seiner märchenhaften Welt schließlich eine Geschichte über den Krieg. Es geht um Ausbeutung, Überwachung und Korruption, aber immer mit einem Fantasy-Twist. Das macht das Spiel durchaus politisch, ohne sich aber damit zu sehr in den Vordergrund zu drängen. Wer all den Kram zwischen den Zeilen ausblenden möchte, findet immer noch ein wundervolles Rollenspielabenteuer voller liebevoller Charaktere. Und jede Menge Varianz. Das Spiel ist nämlich aufgeteilt in drei Genres. Den größten Anteil macht das klassische JRPG aus. Eine abwechslungsreiche Welt wartet darauf, von euch erforscht zu werden. In den ersten Spielstunden seid ihr noch zu Fuß unterwegs, doch später gibt's auch ein Schiff und sogar einen Zeppelin. Mit Fahrzeugen und Zaubern lassen sich auch versteckte Orte erreichen, etwa Höhlen mit Schätzen. Jedes von Evan und seinen Freunden bereiste Land bringt dabei seine ganz eigene Atmosphäre mit, womit die Reise nie langweilig wird. Es gibt verzauberte Wälder, steile Klippen, das weite Meer und eine Stadt, die wie ein Casino aussieht. Unterwegs sprecht ihr mit diversen Charakteren und nehmt dabei Haupt- und Nebenaufgaben an. Allerdings stehen die NPC meistens wie angewurzelt herum und geben euch in vielen Fällen eher dröge Botenaufgaben. Eine typische Japano-Rollenspiel-Kinderkrankheit, die selbst Ni no Kuni 2 nicht losgeworden ist. Neben Reden verbringt ihr auch sehr viel Zeit mit Kämpfen. Das passive, behäbige System des Vorgängers, wo ihr vom Rand der Arena aus Befehle gabt, ist Geschichte. Stattdessen kämpfen die Charaktere nun selbst und teilen mit Hieb- und Schusswaffen ordentlich aus. Ihr habt in den schnellen Echtzeitkämpfen die direkte Kontrolle über die Figuren, weshalb sie sich anfühlen wie in einem Actionspiel. Im Kampf tragt ihr gleich drei Schwerter bei euch, die jeweils über eine eigene Energieleiste verfügen. Ist diese aufgeladen, könnt ihr Sonderattacken benutzen. Darüber hinaus gibt es den genretypischen Elementarschaden. Einige Gegner sind zum Beispiel besonders empfindlich gegen Feuer, weshalb ihr sie mit einem Feuerschwert angreifen solltet. Die Kämpfe steuern sich hervorragend und flüssig, sind aber gerade für fortgeschrittene Spieler einen Tick zu einfach geraten. Für die sind nur die Bosskämpfe halbwegs fordernd, die immerhin klasse inszeniert sind. Davon abgesehen gibt es noch verfluchte Gegner, die ihr auf der Karte an einer leuchtenden Aura erkennen könnt. Sie sind besonders resistent, allerdings gibt es von ihnen nicht besonders viele. Trotzdem, die Kämpfe haben einen guten Flow und machen Spaß. Ihr könnt jederzeit zwischen den Charakteren wechseln und mit ihren Fähigkeiten experimentieren. Und es gibt keine nervigen Zufallskämpfe. Gegner sind immer schon vorher auf der Weltkarte zu sehen. Statt den Vertrauten aus dem ersten Teil helfen euch im Kampf jetzt die Gnuffis. Das sind kleine Naturgeister, die eigenständig über die Kampfarena laufen und besondere Aktionen parat haben. Bei Aktivierung bieten sie euch zum Beispiel einen Heilkreis oder bauen eine Kanone auf die Gegner schießt. Gnuffis findet ihr entweder in den Umgebungen oder ihr könnt sie in der Gnuffi-Küche in eurem Königreich erstellen. Dort lassen sie sich auch verbessern, indem ihr sie mit ihrer Lieblingsmahlzeit versorgt. Obwohl Gnuffis für entscheidende Vorteile im Kampf sorgen, wird das Sammeln und Großziehen von ihnen nicht zur Last. Sie sind nur eine von mehreren strategischen Möglichkeiten, die ihr im Kampf habt. Soweit so JRPG. Eine Überraschung ist der umfangreiche Aufbauteil, der an den Klassiker Suikoden erinnert. Evan baut darin sein idyllisches Königreich auf. Neben der Gnuffi-Küche baut ihr hier Gebäude wie eine Waffenschmiede, ein Restaurant, eine Materialmine und noch vieles mehr. Eigentlich alles, was sich sonst in einem Rollenspiel in Menüs verstecken würde, wird hier als eine begehbare Stadt dargestellt. Ihr bekommt durch neue Erfahrungspunkte nicht wie durch Zauberhand neue Fähigkeiten, sondern müsst deren Forschung in den Einrichtungen der Stadt in Auftrag geben. Dafür braucht ihr wiederum Bewohner, die in den Gebäuden arbeiten, die sogenannten Spezialisten. Damit neue Bürger in das Land ziehen, müsst ihr sie mit Gefälligkeiten überzeugen. Mit anderen Worten, Nebenquests. Stück für Stück immer mehr individuelle Charaktere für sich zu gewinnen, macht aber ungeheuer Spaß. Es erweitert eure Möglichkeiten bei der Aufrüstung und Forschung. Der Aufbaupart steht in unmittelbarem Zusammenhang zu dem Rest des Spiels. Ihr könnt sofort eure Fortschritte sehen und umgekehrt haben sie auch Auswirkungen auf den klassischen Rollenspielteil. Last but not least gibt es noch den Skirmish-Modus. Hier befehligt ihr in Echtzeit-Massenschlachten eine Armee.
Um erfolgreich Festungen stürmen zu können, müsst ihr eure Einsatzmittel im Auge behalten. Jede Sonderaktion und jedes Nachrüsten der Soldaten kostet wertvolle Ressourcen. Ansonsten kommt es hier vor allem auf das richtige Timing und die richtige Einheit am richtigen Ort an. Ganz nach Schere-Stein-Papier-Prinzip. Bogenschützen sollten zum Beispiel nicht einfach gegen eine Truppe von Schwertkämpfern laufen. Damit rennen sie wortwörtlich in das offene Messer. Zwar ist der Skirmish-Modus nicht sonderlich anspruchsvoll, aber er ist eine nette Abwechslung vom übrigen Spielgeschehen. Und sind wir ehrlich, das Gemetzel mit diesen viel zu niedlichen Figuren ist makaber, aber gerade deshalb auch irgendwie unterhaltsam. Ni no Kuni 2 ist eine gelungene Genremischung, die mit bezauberndem Grafikstil und meisterhaftem Soundtrack in eine Märchenwelt entführt. Die ist voll von sympathischen Charakteren und dank einer spannenden Geschichte kommen Humor und Dramatik ebenfalls nicht zu kurz. Es lassen sich sogar Kommentare auf die Weltpolitik finden. Obwohl das Spiel für JRPG-Profis insgesamt zu einfach sein dürfte, hat uns trotzdem das tolle Zusammenspiel aller Elemente gefallen. Ni no Kuni 2 funktioniert einfach und kommt in der etwa 40 Stunden langen Kampagne ständig mit neuen Ideen um die Ecke. Es wird also nie langweilig. Und wer noch weitere 40 Stunden hat, kann sich mit den zahlreichen Nebenaufgaben beschäftigen, auch wenn diese nicht sonderlich kreativ ausgefallen sind. Trotz seiner kleinen Fehler können wir Ni no Kuni 2 also wärmstens empfehlen, zumal die Entwickler viele Kritikpunkte des Vorgängers ausgemerzt haben. Es ist ein Anime-Märchen zum Mitspielen geworden.